Heute dreht sich fast alles um Kinder und Schule. Es ist Mittwochabend und pünktlich legen wir wieder den Finger an den Puls der Zeit. Hier ist Megional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 21. April 2021. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf! Die Leidtragenden der aktuellen Situation sind zweifellos unsere Kinder, die sich in mühevoller Kleinarbeit den Lernstoff allein aneignen müssen. Logischerweise gibt es dadurch Lerndefizite. Es ist seitens des Bundes nun geplant, diese Defizite zu analysieren und zu beheben. Das klingt doch wie ein schlechter Witz, Fabienne. Nein, ein schlechter Witz ist es leider nicht. Quarantänemaßnahmen und immer wiederkehrende, monatelange Phasen der Schulschließungen belasten die Schülerinnen und Schüler nicht nur psychisch, sondern haben auch zu Wissens- und Kompetenzdefiziten geführt. Um diese Lücken zu schließen, ohne die Schüler mit zusätzlichen Aufgaben zu belasten, hat das Kultusministerium einen Plan vorgelegt. Dieser Plan besteht aus 3 Maßnahmen und wurde zuvor mit Schulleitern, Lehrerverbänden, dem Landeselternrat und dem Landesschülerrat diskutiert. Erstens, Kompetenzdefizite feststellen und abbauen. Da Schülerinnen und Schüler die häusliche Lernzeit unterschiedlich bewältigt haben, haben die Differenzen in der Kompetenzentwicklung und dem Wissenserwerb erheblich zugenommen. Wie groß diese Lücken sind, das soll im nächsten Schuljahr durch Lernstandserhebungen ermittelt werden. Eine pädagogische Diagnostik mit Testaufgaben soll helfen, die Lernausgangslagen der Schülerinnen und Schüler zu ermitteln, um dann passende Unterrichtsangebote zu unterbreiten. Die Lehrkräfte entscheiden dabei selbst, wie sie diese Aufgaben einsetzen. Sie können sowohl zu Beginn des Schuljahres als auch im weiteren Verlauf eingesetzt werden. Zweitens, Schwerpunkte setzen. Durch die lange Zeit der Schulschließungen können nicht alle verpflichtenden Lernbereiche im Unterricht dieses Schuljahres behandelt werden. Deshalb hat das Ministerium für alle Schularten, Klassenstufen und Fächer eine Orientierung erarbeiten lassen, was in diesem Schuljahr behandelt sein sollte. Dadurch werden einheitliche Anknüpfungspunkte für das kommende Schuljahr geschaffen. Nicht vermittelte Lernbereiche können in reduzierter Form im nächsten Schuljahr nachgeholt werden. Drittens, Lehrpläne anpassen und damit Freiräume schaffen. Um die versäumten, aber notwendigen Lehrplaninhalte im nächsten Schuljahr nachholen zu können, benötigen Lehrkräfte mehr Flexibilität bei der Umsetzung der Lehrpläne. Deshalb werden die Lehrpläne angepasst und bestimmte Inhalte gestrichen oder anders gewichtet. Anpassungen werden für alle Fächer und alle Klassenstufen und Schularten vorgenommen. Es soll dabei jedoch kein Fach komplett wegfallen. Ebenso wird es an den weiterführenden Schulen auch keine Schwerpunktsetzungen geben, sich nur auf bestimmte Unterrichtsfächer zu konzentrieren. Die angepassten Lehrpläne werden im Juli 2021 und damit deutlich vor dem neuen Schuljahresbeginn veröffentlicht. Am kommenden Freitag, den 23. April, starten für 10.667 Abiturienten an allgemeinbildenden Gymnasien, Kollegs- und Abendgymnasien die Prüfungen. Für die Durchführung der Prüfung werden strenge Hygienevorgaben und Abstandsgebote für Lehrer und Schüler gelten. Während der Prüfung müssen jedoch keine Masken getragen werden. Die Prüflinge müssen sich vorab testen und werden im gegebenen Fall auf mehrere Räume verteilt, um den Anforderungen des Infektionsschutzes zu genügen. Liebe Zuschauer, liebe Eltern, Sie müssen jetzt echt stark sein, denn es deutet alles darauf hin, dass ab Montag die Schulen wieder dicht sind und zu Hause gelernt werden muss. Hintergrund ist die Gesetzesvorlage, die im Bundestag zur Entscheidung stand. Darin steht, dass bei einer Inzidenz von 165 an 3 aufeinanderfolgenden Tagen die Schulen geschlossen werden müssen. Aufmachen dürfen sie erst dann wieder, wenn die Inzidenz an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 165 liegt. Ja, aktuell liegen wir im Erzgebirge bei 322. Das Gesetz gilt bis Ende Juni, also 10 Wochen. Tja, und damit ist die in Sachsen geltende inzidenzunabhängige Sonderregelung Schall und Rauch. Eine Auswirkung auf die Prüfungen der Abiturienten und der Abschlussklassen hat das neue Gesetz allerdings nicht. Aber die Notbetreuung an den Kindereinrichtungen steht dann wieder vor großen Herausforderungen. Und auch die Eltern stehen dann wieder vor Problemen.
Apropos Kita, liebe Zuschauer, heute ist der Kita-Tag und Kevin Preuß hat hier interessante Fakten für Sie. Der Kindergartentag am 21. April 2021. Der Tag feiert heute die Vorschulbildungseinrichtung für Kinder und ehrt den Schöpfer des Begriffs Kindergarten. Für die heute allgemeinen Kindergärten bezeichneten Einrichtungen öffentlicher Kleinkindererziehung existierten schon im 19. Jahrhundert die unterschiedlichsten Namen. Sie wurden unter anderem als Kleinkinderschulen, Kleinkinderbewahranstalten oder wie heute Kindergärten genannt. Friedrich Wilhelm Fröbel, der Begründer des Kindergartens, hat jedoch den Begriff Kindergarten im 18. Jahrhundert geprägt. In dem Thüringer Ort Keilau wird er auch durch den Fröbelblick nebst einem Denkmal mit Würfel, Walze und Kugel gewürdigt. Damit beginnt die Geschichte dieser schöpferischen frühkindlichen Einrichtungsform, die heute Kindertagesstätte oder auch Kitas genannt wird. Eine der ersten Einrichtungen öffentlicher Kleinkindererziehung wurde in Deutschland um 1780 in einer kleinen Stadt namens Straubing in Bayern ins Leben gerufen. Am 9. Juni 1847 eröffnete Friedrich Wilhelm Fröbel in Marienberg Luthers Kindergarten. Insgesamt gibt es in Deutschland 57.600 Einrichtungen und 3,7 Millionen Kinder in Kitas. Für das Bundesland Sachsen und den Erzgebirgskreis umfasst die Liste aktuell 246 Kindertagesstätten, Kindergärten, Horte und vergleichbare Einrichtungen. Vom Heimatverein Dittmannsdorf e.V. hat uns diese Mitteilung erreicht. Der Verein hatte darauf gehofft, diese Pressemitteilung nicht schreiben zu müssen, doch die immer noch anhaltende Pandemiesituation zwingt dazu, das beliebte Dittmannsdorfer Volksliedersingen nun schon das zweite Jahr in Folge absagen zu müssen. Gerade vor dem Hintergrund des in den letzten Jahren enorm gewachsenen Zuspruchs für diese Veranstaltung ist es eine äußerst traurige Entscheidung, geht aus der Meldung hervor. Eine Verschiebung auf die zweite Jahreshälfte ist aus verschiedenen Gründen kaum denkbar. Einerseits fehlt noch jegliche Perspektive, wenn derartige Veranstaltungen überhaupt wieder stattfinden können und wenn ja, zu welchen Bedingungen. Zudem bedarf die Durchführung eines solchen Vorhabens aufgrund des Proben- und Organisationsaufwandes eines längeren Vorlaufs. Andererseits ist bereits ab dem Spätsommer die Veranstaltungshalle für Vorbereitungen zur Eröffnung der 27. Kleintiroler Faschingssaison 2021-22 in der Hoffnung, dass diese Veranstaltung dann wieder stattfinden kann, verplant. Meine sehr geehrten Damen und Herren, an dieser Stelle meldet sich unser Kollege Sebastian Eberlein wieder mal aus der Redaktion, denn er hat wieder wichtige Informationen über Produkte, von denen Sie besser die Finger lassen sollten. Hier ist seine Lebensmittelwarnung. DEVGE Gesundkostwerk Deutschland GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Bio-Bio-Basismüsli 5-Korn-Mix. Grund für den Rückruf? Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen einer Untersuchung Ethylenoxid-Rückstände im Sesamsamen nachgewiesen. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Produktdetails Artikel Bio-Bio-Basismüsli 5-Korn-Mix, Inhalt 750 Gramm, Mindesthaltbarkeitsdaten 25.08.2021 und 16.09.2021. Das Mindesthaltbarkeitsdatum steht auf der Verpackungsrückseite. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten, andere Bioprodukte sowie andere Artikel der Firma DEVGE Gesundkostwerk Deutschland GmbH sind nicht betroffen. Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben. Noch mehr Service gibt es nun in unserem Service-Blog mit dem Regionalwetter und dem Blick in die Polizeiberichte. Grünhainichen, Ortsteil Waldkirchen. Motorradfahrer tödlich verunglückt. Am Dienstagnachmittag, dem 20. April um 15.55 Uhr kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Waldkirchen und Grünhainichen zu einem tödlichen Verkehrsunfall.
Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem Kraftrad Kawasaki die S-235 in Fahrtrichtung Grünhainichen, als er ca. 300 Meter nach dem Ortsausgang Waldkirchen im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitschutzplanke stieß und stürzte. Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. An der Leitschutzplanke und dem Kraftrad entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Die Straße blieb für die Unfallaufnahme bis gegen 20.45 Uhr gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst der Chemnitzer Polizei führt die Ermittlungen. Noch vor Ort wurde ein Gutachter hinzugezogen und auch das Kraftrad sichergestellt. Also, das war ja heute ein schöner Tag. Schon am Morgen begrüßte uns die Sonne beim Aufstehen mit einem Farbspektakel. Und obendrauf könnte der Tag auch spektakulär enden. Derzeit durchquert unsere Erde den Meteoritenstrom der Lyriden. Schon seit dem 14. April ist die Erde eine galaktische Schießbude, aber in der kommenden Nacht ist der Höhepunkt und man könnte einiges vom Wunschzettel abarbeiten, wenn das Wetter mitspielt. Heute Abend und in den Nachtstunden ist das Firmament über unserem Sendegebiet allerdings bedeckt und man sieht leider nichts von den Sternschnuppen. Zudem, über Fluss kann es noch tröpfeln. Das Niederschlagsrisiko liegt bei 90%. Was die Temperaturen angeht, liebe Zuschauer, so geht es runter bis zur Nulllinie. In Olbernhau im Rungstocktal zeigen die Thermometer zwischen 0 und 7 Grad an. In Marienberg an der Stadthalle gibt es Nachtwerte von 0 bis 6 Grad und in der MZ-Stadt Schopau am Gräbel gibt es 0 bis 7 Grad. Der Wind weht dabei leicht mit um die 12 Kilometer pro Stunde aus Nordwesten. Morgen am Donnerstag wird ebenfalls ein schöner Tag. Der Himmel zeigt sich in den Vormittagsstunden leicht bewölkt und die Sonne kann sich maßgeblich am Wettergeschehen beteiligen. Leicht bewölkt sind auch der Nachmittag und der Abend. Erst in der Nacht gesellen sich noch mehr Wolken dazu. Man spricht dann von wolkig. Regen steht im Großen und Ganzen morgen nicht auf dem Plan. Das Niederschlagsrisiko liegt bei gerade mal 25%. Die Sonne rechnet am Ende des Tages bis zu 6 Arbeitsstunden ab. Das hat aber keine großen Auswirkungen auf die Temperaturen. In Pfaffroda am Schlossteich zeigt das Thermometer minus 1 bis plus 6 Grad an. In Wolkenstein rund um den Markt gibt es minus 1 bis plus 7 Grad. Und in Gornau am Rathaus werden Werte zwischen 0 und 9 Grad erwartet. Der Wind weht stark böig mit bis zu 50 Kilometer pro Stunde aus Nordwesten. Und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was da noch kommt. Und das ist der erste vorsichtige Ausblick aufs Wochenende. Vorher gibt es den Freitag. Ja, und an diesem Freitag ist es umgekehrt. Bedeckt geht es los, später ist es dann wolkig, ohne Regen. Mit 2 bis 8 Grad wird das Niveau gehalten und auch der Wind weht weiter stark böig aus Nordwesten. Der Samstag wird ebenfalls durchwachsen. Es gibt eine Mischung von Wolken, etwas Sonne, aber kein Niederschlag. Bei 2 bis 8 Grad stagniert die Temperaturentwicklung und es gibt einen frischen, böigen Wind aus Nordwesten. Ja, und wie das dann am Wochenende konkret weitergeht, tja, das verraten wir Ihnen dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's nämlich erstmal hier aus dem Regionalwetterstudio. Ja, das war's dann auch schon vom Mittwochsmedial und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Donnerstag hier für Sie zur Stelle, dann mit Thorsten Lange. Ja, und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's im Internet unter www.mef-line.de und glückauf.tv. Damit wünsche ich Ihnen noch einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht. Bis morgen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, und mit Kindern sage ich heute auf Wiedersehen. Kinderbuschel! Wir haben mich verpetzt.
immer der Niklas. Ja, der ist nämlich so frech. Ja, der ist total frech. Manche sind weiß, manche gelb. Manchmal steht auch Cola-Bäcker drauf. Der Schmied. Schmieche! Also rauchen wollte ich nicht so gut. Äpfel. Also meine Mama mag Marmelade. Äpfel. Nicht so laut, ich hab Kopfschmerzen. Und ein LKW? Komm mal, Äpfel. Aber ich weiß immer noch nicht, wieso man so weit gucken kann. Und ich hab Husten. Geht halt nicht so gut. Nee. Und Füchse auch. Füchsen sind ganz lieb. Doch? Nein. Doch. Süß. Nein. Doch. Nein. Doch. Das schmeckt. Wenn man Erdbeermarmelade drauf macht, schmeckt das dann nach Erdbeer. Doch. Nein. Nein. Das ist ja ganz schwierig, hä? Aber ich freue mich. Das ist gesund. Brudeln! Ich kann auch schnell brudeln. Brudeln. Und ich kann ganz schnell brudeln. So, haben wir eigentlich da? Ja, die? Ja, und den Ofen. Nein, Schoko. Und die Wände. Und das sind Wände. Warte, guck mal kurz, Schoko. Nee, das ist ganz schön weit weg. als Schwanz. Körper, Kopf. Körper, Kopf, Sattel und Pony und spitze Ohren.